Also, guten Morgen erstmal. Heute ein neues Thema. Viele kennen das unter dem Thema Elefantenhaut. Das, was wir heute zeigen, ist nicht die klassische Elefantenhaut in der Richtung, sondern eine professionelle Lösung, die nennen wir Polyurea. Polyurea ist ein Material, was sich von den bekannten Materialien wie Rupol oder Raptor, Upol, Herculiner oder alles, was man streichen oder aus einem 1-Liter-Dose zu Hause spritzen kann, das unterscheidet sich davon. Ich wollte heute eigentlich mal den Unterschied zeigen zwischen dem klassischen, ich streiche das mal zu Hause, und dem, wie macht man das eigentlich richtig. Ne? Fangen wir mal an, das Thema, ich streiche das mal zu Hause. Okay, ich habe zu Hause, wir simulieren heute mit einer Motorhaube eine Laderaumfläche von einem Pickup. Ich habe zu Hause einen Pickup, den möchte ich mit irgendwas streichen, ich gehe ins Internet, gucke dann ein bisschen hin und dann sehe ich, okay, da gibt es für 10,99 Raptor in der Dose, Herculiner in Eimern und so weiter, und dann gibt es irgendwelche Firmen, die professionell das Ganze anbieten, dann kostet es halt 800-900 €. Warum? Der Unterschied ist einfach, diese Beschichtung ist schlagfest, das hat einen ganz anderen Dehnungskoeffizient und es bleibt auch geschmeidig, während das Thema Herculiner oder das Thema Raptor oder Upol oder wie man das nennt, das ist eine dünne Beschichtung, sieht zwar genauso aus, ist aber wesentlich härter und ist garantiert nicht so kratzfest wie eine echte Polyurethan-Beschichtung auf der Ladefläche. Hier in dem Fall haben wir beschlossen, dass wir hier ein G-Modell Funkwagen aus der Schweiz. Diesen Funkwagen tun wir heute einfach mal außen lackieren, aus einem einfachen Grund. Ich habe schon mehrere Fahrzeuge gesehen, die mit Raptor oder mit Upol lackiert wurden, aber geht mal ans Auto und macht mal einen Fingernageltest. Wenn ihr dann mit dem Fingernagel da drauf drückt, dann drücken sie halt einfach durch. Ne? Und in dem Fall ist das so, dass man hier nichts durchdrücken kann. Das bleibt auch so. Warum lackieren wir das? Wir lackieren hier drüber, damit es UV-resistent ist, weil das Polyurea ist an sich weiß oder halt schwarz gefärbt. Lackiert man das nicht drüber, graut es aus. Und deswegen schützt man das mit einer Endfarbe. Und im Prinzip simulieren wir nichts anderes wie diese Videos im YouTube, wo man dann mit einem Hammer auf eine Melone draufhaut. Das ist das, was wir im Prinzip jetzt mit einem Auto machen. Ja, mal sehen, ob die Farbe länger hält als die Karosse darunter. Ne? Diesmal haben wir uns für das Produkt Bulletliner entschieden. Das ist der einzige Anbieter in Deutschland, wo es selber abfüllt und im Prinzip Hersteller. Alle anderen werden zugefahren aus der Türkei oder USA. Wir gehen jetzt los mit der Marke Bulletliner Germany und möchten eigentlich nur ein Applikator sein. Das heißt, wir sind die Anwender, wir sind natürlich keine Händler und wir würden das Thema gerne ausbauen. Das heißt, diese Beschichtungen bieten wir in Zukunft dann auch für Wohnmobile als Hagelschutz. Wir würden gerne Splinter auskleiden, wir würden gerne die Geschichten mit den Pickups weiterhin fahren, aber auch Applikationen. Gummieren, Trittschutz und so weiter funktioniert damit eigentlich hervorragend. Was kostet das? Wie kann ich das berechnen? Ganz einfach, der Quadratmeter mit einem Millimeter, das heißt ein Gang mit einer Rauigkeit, sind ungefähr zwischen 50 und 75 Euro der Quadratmeter. Das so rechnet man sich aus. Eine Ladefläche hat vielleicht 10 Quadratmeter in der Summe, 2 Millimeter, Pi mal Auge, 800 bis 1000 Euro ist so eine Ladefläche errichtet. Kann man an einem Tag machen. Es gibt ja Leute, die sagen, ich will das gar nicht bezahlen, ich will das alles selber machen. Klar, könnt ihr machen. Ihr müsst halt verstehen, wenn auf Polyurea oder wenn Polyurea auf eure Wände draufkommt, dann sind halt eure Wände Schrott. Also entlagern ist hier nicht mehr. Ne? Wir haben vorne eine Pyrolyseanlage, könnt ihr dann das halbe Haus dann in der Pyrolyseanlage entlacken. Aber der Haftgrad von diesem Material ist so immens, wenn ihr eure Tür mitlackiert oder euren Reifen, schmeißt ihr die Tür oder den Reifen weg. Also so arg muss man hier eigentlich aufpassen und schützen. Das ist zum Beispiel der Punkt, warum die Vorbereitungsarbeiten hier einen durchaus einen großen Anteil haben. Also es ist gerade ein bisschen Trend, dass man Pickups, dass man Ladeflächen damit macht. Wir würden gerne das Thema Robustheit in den Vordergrund stellen. Vielleicht nicht ganze Autos am Stück, aber Applikationen wie jetzt fette Bullfänger oder irgendwelche Trittstufen kann man damit machen. Es gibt mittlerweile auch Pickups, die komplett so lackiert sind, können wir. Wir können sogar ein Camouflage imitieren oder irgendwelche Muster, das geht auch. Also das heißt, wir können auch verschiedenfarbig auf eine Fläche abbilden dazu. Aber eigentlich geht es hier um Thema Offroad, um Thema Tritt,
Trittschutz, Rutschfestigkeit und Abriebfestigkeit. Das ist eigentlich das, was Polyurea im Vergleich zu den normalen Polyvinylchloriden, also PVC, unterscheidet. Sollte sich jemand natürlich dafür interessieren, wie man jetzt ein Auto von außen macht, einfach eine E-Mail info@carblast-stuttgart.de oder info@autocode.de. Das ist übrigens die Untermarke für dieses Thema. Wir machen durchaus Angebote, also das heißt, wir können auch per Ferndiagnose sagen, das kostet so und so viel. Uns langt im Prinzip ein kleines Bild oder Modell und Fahrzeug oder Baujahr, dann können wir uns im Google rausholen, was für ein Modell das ist. Die Vorbereitung ist wesentlich einfacher wie beim Lackieren, das heißt, der Aufwand, Spachteln, Füllern würde hier fast zur Gänze entfallen. Das ist auch nicht teuer, das heißt, eine Ruckerrosse, wie so ein G-Modell, als eine freie Ruckerrosse, was weiß ich, 1500 bis 2000 Euro, das kann man so als Schnitt nehmen. Wenn natürlich die Spachtel und die Karosseriearbeiten außen entfallen, kann man das so abbilden. Lackieren ist in dem Fall mit den ganzen Aufbauschichten wesentlich teurer. Ich will euch gar nicht lange aufhalten. Das ist im Prinzip ein Thema, was man eher in Bildern sich sprechen lassen muss. Das machen die Jungs von, was für eine Media? JK Marketing. Ja, kann ich nicht aussprechen. Das machen die wunderbar. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.